Tja, da ist es dann auch schon wieder soweit. Ja, es ist Januar und das heißt, es gibt eine weitere Pusheen-Box. In diesem Falle die Pusheen-Box vom Winter 2018. Gut, ich weiß, es ist 2019 mittlerweile, aber wie das immer so ist mit dem Versand, wenn das Ganze im Dezember rauskommt in den USA, ja, dann dauert der Internetzeitversand, Feiertage, Zoll, dauert alles ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, die Box ist jetzt hier. Wir schauen mal zusammen rein, was hier so alles Schönes drin ist. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Video. Ich würde mal sagen, ohne lange Umschweife, schauen wir hier einmal kurz die Box selbst an. Ja, wir sehen hier schon irgendwie so ein bisschen, ja, da hat der Zoll bzw. die Post hier schon einmal aufmachen müssen, wollen, wie auch immer, um ja einfach mal reinzuschauen, was hier so alles drin ist. Aber die haben das Ganze wohl dann auch relativ schnell wieder zugeklebt und dann ans lokale Zollamt, an die lokale Zollbehörde entsprechend weitergeleitet, wo ich das Ganze dann wie gewohnt abgeholt habe. Und ja, ist immer ein Riesen hin und her. Aber ansonsten, wenn wir jetzt mal so drauf schauen. Wir haben vorne eine Pusheen mit einer kleinen Weihnachtsmütze. Oben drauf ist so ein bisschen Schnee, aber ansonsten ja, ist hier an den Seiten jetzt nichts großartig weiter dran. Insofern würde ich sagen, nehmen wir die Box und stellen sie wie gehabt hier an die Seite mit dran. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir so an und schauen, was hier so drin ist. So, und das allererste, was mir hier so entgegenkommt, ist was relativ Interessantes. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so jedermanns Sache, weil manch einer trägt lieber gerne eine Mütze, wenn es draußen kalt ist. Ja, so wie ich, so eine schöne große Wollmütze, die einen schön warm hält, aber manch einer möchte sich vielleicht nicht unbedingt so die Haare platt drücken, ja, und hat dann vielleicht lieber Ohrenschützer. Und genau dafür hat diese Box etwas, ja, also zwei oder ein paar Ohrenschützer hier. Ich merke gerade schon, sie dämpfen auch richtig gut den Ton letztendlich mit ab. Ich höre mich selbst hier kaum noch und sehe wahrscheinlich auch ziemlich lustig aus damit. Ja, die Ohrenschützer selbst sind hier eine schöne, flauschige Pusheen. Und dann gibt es hier einen entsprechend ganz normalen Haarreifen. Und wie ihr gesehen habt, das Ganze passt selbst mir. Also zumindest von der Größe her. Ob man selber damit rumlaufen möchte. Ja, das obliegt natürlich wieder jedem selbst. Aber auf jeden Fall, ich finde es ziemlich lustig, das Ganze. Und es ist, wie gesagt, definitiv auch schön warm. Also mal gucken, jetzt so doll kalt ist der Winter hier bei uns ja nicht. Mal gucken, was da noch so kommt. Ob man das Ganze vielleicht noch mit verwenden kann. Und ansonsten natürlich auch ein Pusheen Box Exclusive. Finde ich auf jeden Fall schon nicht schlecht, vor allem auch wirklich, weil die ja extrem weich sind hier, die Ohrpolster. Also es ist einmal so ein bisschen samtig von der Oberfläche her, aber insgesamt auch wirklich sehr gut gepolstert. Also da kann man absolut nicht meckern. Das nächste, was dann hier in dieser Box drin ist und was auch den Zugang eigentlich zu allem anderen mit ein bisschen versperrt, ist auch schon wieder was Flauschiges. Sieht erstmal braun aus oder graubraun wie Pusheen selbst. Und dann würde ich mal schauen, schauen wir hier einfach mal kurz drauf, was steht denn hier drauf? Ja, es ist ein Pusheen Box Exclusive. Mal gucken. Ich sehe hier oben schon ein bisschen eine Pusheen. Wollen wir das mal aufhalten? Das ist groß. Ah, okay. Das ist cool. Haha, das kommt hier definitiv zum Einsatz. Was das Ganze ist, ist letztendlich, ja, im Prinzip eine Decke mit einer Kapuze. Ja, manch einer wird sowas kennen, also dann kann man sich das entsprechend aufsetzen und dann nimmt man die Decke ganz einfach und macht die vor sich entsprechend zu. Ja, und dann gibt es hier auch noch so ein paar Knöpfe dran, muss ich das mal wieder abnehmen. Ja, und dann gibt es dann auch noch entsprechend einen Knopf, sodass man die Decke auch vorne noch zumachen kann und nicht sich jetzt irgendwie Gedanken machen muss, dass die Decke wieder entsprechend aufgeht, runterrutscht, wie auch immer. Finde ich persönlich ziemlich cool, weil zumindest hier oben im Dachboden, ja, wird es im Winter doch mal das ein oder andere Mal auch ein bisschen kalt. Insofern ist es auch schön, wenn man hier nochmal so eine Decke hat zum drüberlegen, zum Warmbleiben. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ist auch angenehm weich das Ganze, also insofern, ja, sehr schön. Legen wir aber auch die mal hier wieder kurz an die Seite mit dran, weil momentan läuft die Heizung hier noch auf Hochtouren, also mir ist schön warm. Und wir schauen mal weiter, was hier noch so alles drin ist. Ja, also wir sind hier schon im Thema vom Warmhalten und da passt auch das nächste mit dazu. Ja, denn eine andere Möglichkeit, sich warm zu halten, sind warme Socken. Ohne Spaß, das habe ich über die Jahre hier oben im Dachboden leeren müssen. Sobald die Füße anfangen kalt zu werden, wird es einem richtig kalt. Ja, also die Füße müssen definitiv warm bleiben und dafür gibt es dann hier entsprechend ein paar Socken von Pusheen. Ja, wenn wir die mal anschauen, die sind ja mintig grün. Ein paar Schneeflocken und vorne dran an den Zehenspitzen ist dann eine entsprechende Pusheen, nochmal mit Weihnachtsmütze. Aber auch richtig schöne, dicke und weiche Socken. Also auch die werden hier sicherlich im Winter, wenn es dann wieder kälter wird, das ein oder andere Mal mit angezogen werden. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und die sind tatsächlich auch kein Pusheen Box Exclusive. Also vielleicht findet ihr die auch irgendwann mal
so in einem Shop. Aber okay, da ich jetzt gerade nur Socken anhabe, kommt auch die erstmal an die Seite mit ran. Ich würde mal sagen, wir bleiben noch einmal hier bei dem Stoffthema. Denn eine weitere Sache, die hier letztendlich auch mit drin ist, ist so ein kleines Zweierpack von Kissenbezügen. Ja, und wenn wir hier hinten einmal mit drauf schauen, das sieht so aus, als wären es auch diese schmalen 40x80 cm Kissenbezüge, was ich persönlich ziemlich gut finden würde, weil ich bevorzuge diese schmalen Kissen dann doch mehr als diese großen breiten Kissen, auf denen man letztendlich auch noch wieder halb drauf liegt. Insofern wäre das schon mal eine angenehme Größe. Schauen wir aber mal so, wie die Bezüge selbst aussehen. Ich würde mal sagen, das ist sogar größer als diese 40x80, die ich gerade eben genannt hatte. Und vorne drauf haben wir dann eben eine Buschine, die uns anguckt. Auf der Rückseite ist dann auch nochmal die Rückseite einer Buschine letztendlich mit drauf. Auf der Rückseite steht Night mit drauf in der Sprechblase und auf der Vorderseite, habt ihr sicherlich schon gesehen, steht Morning mit drauf. Und dann schauen wir mal ganz kurz, was hier der zweite Kissenbezug sagt, ob der jetzt irgendwie gleich ist oder anders. Aber ich glaube, das ist wirklich nochmal genau der gleiche Kissenbezug. Ja, wir haben hier einmal die Rückseite, wie eben auch schon, und dann nochmal die entsprechende Vorderseite. Also zweimal der gleiche Kissenbezug ist auf jeden Fall auch ganz lustig. Muss ich mal gucken. Vielleicht kommt das ja auch mit auf mein Kissen letztendlich mit drauf. Aber kann man auf jeden Fall auch benutzen. Vom Material her relativ glatt, aber jetzt auch nicht unbedingt kalt. Also es ist, denke ich mal, für einen Kissenbezug ganz okay. Es ist aber auch ein sehr dünnes Material. Also da sieht man schon, kann man hier auch halb durchgucken. Finde ich persönlich jetzt ein klein wenig schade, weil ich bevorzuge da dann doch eigentlich Bezüge, die auch irgendwie ein bisschen fester, ein bisschen robuster sind, auch dann auch langlebiger. Muss man mal schauen, wie lange die hier dann letztendlich mit durchhalten. Und eine weitere Möglichkeit, warm zu bleiben, wenn man jetzt sich nicht irgendwie zudeckt mit irgendeiner Kuscheldecke oder auch nicht unbedingt ins Bett möchte, sondern vielleicht noch zu tun hat, zu arbeiten hat, dann trinkt man natürlich gerne ein heißes Getränk. Und was ich momentan ziemlich oft trinke, eigentlich schon relativ oft, ist ein Latte Macchiato. Und da ist es ja dann so, dass in manchen Restaurants, dann wird der Espresso einfach nur so reingemacht, dann gibt es jetzt nicht irgendwie was Besonderes letztendlich oben mit drauf. Aber es gibt eben auch entsprechend andere Cafés, Restaurants, die da ein bisschen ein kleines Kunstwerk mit drauf machen. Sei es jetzt nur das Standardblatt oder Standardherz irgendwie. Aber manche machen da richtige Kunstwerke draus. Und ich weiß selbst nicht genau, wie es da letztendlich funktioniert. Aber auf jeden Fall sind hier Latte Macchiato Stencil letztendlich. Also Vorlagen für entsprechende Puschi-Motive auf eurem Kaffee. Ja, da haben wir denn hier einmal so ein Motiv, wo die Puschine eine kleine Schleife mit dran hat. Passt natürlich zu Weihnachten irgendwo, was ja auch mehr oder weniger vor kurzem noch war. Dann hier eine Puschine in einem Korb letztendlich mit drin. Und dann einfach nochmal so eine sitzende Puschine. Wenn man weiß, wie man sowas auf den Latte Macchiato bringt, ist das sicherlich auch irgendwas lustig. Ich habe nicht mal einen Milchschäumer, also da müsste ich selbst schon erstmal mit aufrüsten. Und dann auch definitiv noch nachschauen, wie man überhaupt solche schönen Motive letztendlich mit drauf bekommen auf den Latte Macchiato. Ich glaube, bei mir würde das irgendwie aussehen wie ein Farbklecks am Anfang, wenn überhaupt. Also insofern, da hätte ich noch einiges vor mir, da ein bisschen zu üben, aber alles so nach und nach. Wie gesagt, vor kurzem war ja Weihnachten, beziehungsweise als die Kiste losgeschickt wurde, war noch nicht mal Weihnachten. Insofern ist hier auch wieder ein bisschen was Weihnachtliches mit dabei. Und zwar unter anderem das hier. Das sind ein paar Weihnachtsgrußkarten, ein paar Postkarten, die man letztendlich mit verschicken kann zu den Feiertagen. Finde ich auf jeden Fall auch ziemlich nett gemacht. Da gibt es einerseits schon mal relativ dicke und hochwertige Umschläge. Also die sind selbst schon aus Karton gemacht. Da staune ich ja fast. Und dann gibt es hier zwei Weihnachtskarten. Eine in grün mit einem Tannenbaum drauf, wo Puschin und Stormy dann letztendlich mit davor sitzen. Innenseite ist leer, aber grün. Von der Oberfläche her auch genauso, dass man wirklich mit jedem Kuli drauf schreiben kann. Gibt es ja oftmals, also bei Postkarten irgendwie so eine ganz glatte Oberfläche ist, wo man nicht wirklich drauf schreiben kann. Finde ich furchtbar, dass es so gemacht wird, aber hier ist es definitiv sehr gut. Und dann die zweite Karte ist in einem lila, wo Puschin im Weihnachtsschlitten letztendlich mit drin sitzt. Und das davon ist Stormy dann als kleiner Rudolf. Auch sehr niedlich vom Motiv her. Innenseite auch leer und rosa kann man auch entsprechend mit draufschreiben. Also zwei schöne, nett gemachte Weihnachtskarten, die man sicherlich mit verschicken kann. Ich würde mal sagen, die hebe ich bis zum nächsten Jahr auf und dann werden die auch passend wieder mit eingesetzt. Legen wir auch das kurz beiseite und machen weiter mit dem nächsten, was hier in der Box drin ist. Auch das ist noch wieder weihnachtlich und zwar ist das hier ein kleines Set an Weihnachtsgirlanden. So ein bisschen Deko ist ja dann doch immer mit vorhanden zu Weihnachten. Bei dem einen mehr, bei dem anderen vielleicht weniger. Aber es ist ja doch immer
relativ viel dekoriert so insgesamt zu Weihnachten. Und wenn wir hier mal schauen, ja, es ist eine Girlande letztendlich. Wo ist der Anfang? Nein, da ist der Anfang. Und die kann man sich dann entsprechend irgendwo mit hinhängen, wo man sie aufhängen möchte. Passt hier schon gar nicht mehr hin in den Dachboden. Und ja, wir haben hier entsprechend Sterne, die sich abwechseln mit einer Pushin, die hier entsprechend freudig in der Gegend rumsitzt. Beziehungsweise dann auch eine, die einfach nur so ein bisschen sanft vor sich hin lächelt. Also da ist noch nicht so viel Action. Ein bisschen Fusseln hier drauf. Finde ich auf jeden Fall schon eine ganz lustige kleine Weihnachtsdeko, die man irgendwo sicherlich auch mal mit aufhängen kann. Und ja, auch die wird entsprechend mit weggelegt bis zum nächsten Weihnachten, bis es wieder thematisch dazu passt, weil jetzt müsste man ja eigentlich schon fast die Osterdeko mit auspacken. Ungelogen, ich habe im Supermarkt schon längst die ersten Osterhasen wieder gesehen. Also insofern, ja, das ist immer ein bisschen nervig. Dabei ist Ostern eigentlich noch Ewigkeit hin, aber das ist ja bei Weihnachten eigentlich auch immer so, ist genau das Gleiche. Ende August liegt dann da plötzlich schon die Weihnachtsschokolade im Supermarkt. Ist immer viel zu früh. Und dann steht man letztendlich plötzlich da am 5.12. will noch für Nikolaus irgendwie ein bisschen Weihnachtsschokolade einkaufen. Und dann gibt's fast nichts mehr. Das ist auch unerhört. Egal, das ist nicht wirklich Thema des Videos. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Wir machen auf jeden Fall weiter hier in der Pushin-Box. Ja, bloß nicht off-topic werden hier. Und zwar ist es dann tatsächlich auch schon das letzte hier aus der Box, ja. Und das ist natürlich die obligatorische Vinylfigur. Ja, auch die holen wir hier einmal kurz aus der Verpackung raus. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich mal ein sehr großes Set diesmal. Ja, also wir haben hier nicht nur Pushin letztendlich auf der einen Seite in einem Winteroutfit, sondern eben auch Stormy und zusammen bauen sie einen kleinen Schneemann. Ist auf jeden Fall eine sehr niedliche kleine Szene. Das würde da oben schon ziemlich schwierig werden, das da aufzustellen, ne? Also da muss ich mir noch was einfallen lassen, aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Und ansonsten, ja, maßstabsmäßig eigentlich so wie die anderen Pushin-Figuren auch und auch die gewohnte Qualität. Also damit kann man durchaus zufrieden sein. Ich überlege gerade, nee, abnehmen kann man das Ganze nicht. Das scheint hier auch wirklich festgeklebt zu sein. Insofern, ja, alles gut soweit. Aber ich finde die auf jeden Fall ziemlich cool. Wird definitiv dann auch als Deko irgendwo letztendlich mit hingestellt. Ist ja letztendlich auch recht winterlich, also das kann man auch durchaus noch bis zum Februar, März irgendwo mit stehen lassen. Ja, sollte es dann hier vielleicht doch nochmal schneien, das wäre ja auch nicht schlecht. Aber ansonsten, ja, ist das auf jeden Fall schon ganz cool. Ja, also ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall schon wieder eine sehr schöne Zusammenstellung hier. Also mein Highlight in dieser Box ist definitiv hier die warme Decke, die man sich überwerfen kann. Die Kissenbezüge sind nicht schlecht, genauso auch wie die Socken hier letztendlich. Insgesamt von den Pushin Box Exclusive her ist im Prinzip alles ein Exclusive bis auf die Socken. Dort war kein Vermerk weiter mehr drauf. Also insofern, ja, vielleicht könnt ihr die ja irgendwo in einem Online-Shop eurer Wahl letztendlich auch mitfinden. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was so euer Highlight letztendlich mit war aus dieser Box. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch weitere Videos von mir mit sehen wollt, dann könnt ihr euch die hier unten mal mit anschauen. Hier oben könnt ihr mich dann abonnieren für weitere Videos. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch weitere Pushin-Box-Videos kommen werden. Schauen wir mal. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.